man erkennen kann. Dicky hat schon wieder blank gefüllt. Ich aber auch. Das bedeutet, wir sind mal wieder auf dem Mittelalter-Spektakel. Ja. Gaudium. Und zwar heißt das heute, das ist hier in Waltrop und das ist Mittelalter-Spektakel Gaudium, beziehungsweise nur Gaudium, ohne Spektakel. Ja, Waltrop, und dann findet ihr das schon. Ja, beziehungsweise, ja okay, wenn ihr den Film seht, ist es leider dann schon zu spät. Aber ich mache ja auch gleich nochmal ein kurzes, schnelles Minuto-Video. Minuto. Klingt irgendwie lecker. So, das Schöne ist, wir sind jetzt ziemlich früh am Tage schon hier. Ja, praktisch kurz nach Sonnenaufgang für unser einer. Ja, es ist noch so frisch, noch so leer. Ja, obwohl, wenn ich mal da so hinten ganz genau da, guck mal dahin. Ja, seht ihr das? Könnt ihr das erkennen? Kann man das erkennen? Ja, ne? Das sieht doch gut aus. Ja, wie gesagt, wir sind ziemlich früh hier. Und Hohenfelder kenne ich alle gar nicht. Was hat Küken? Über 30. Über 30. 45. Kostet, dass man es kaufen kann? Plus Versand. Kostet, dass man für 40 Euro kaufen kann? Hat der dann hoch geboten oder was? Ja. Ist ja schön. Der Mikro würde da nicht ausfallen. Oh, willst du mich unter der Haube bringen? Das ist schön. So. Wunderschön. Und man kann auch eine Strähne Haare sehen. Ganz toll gesorgt. Toiletten. Schöne Toilettenwagen, schön sauber. 70 Cent für einmal. Pipi-Flat. Eine Pipi-Flat gibt es da sogar. Und hier auch. Ganz bemerkenswert schön. Morgen. Hier hat man Waschmöglichkeiten und eine richtige Dusche. Alles schön sauber, alles schön ordentlich. So liebe ich das. Morgen. Morgen. Seid ihr Mönche des Hanforden? Was, vom Hanforden? Nein. Nee. Wir sind anständig, höchstens Met. Höchste der Gefühle, Met, ne? Hanforden, ja. Wenn ihr nur so sehen, wenn ihr nur dieses Zeichen so ein bisschen von der Seite sehen, könnte das so sein, ne? Ich mal wieder auf was Neues. Was ist da? Pfeifenschnitzer? Mhm. Ich sehe gar nichts. Nein, stand da auf dem Schild. Ach, da drüben? Hier oben auf dem. Ach, da, okay, ja. Pfeifenschnitzer. Ach, jetzt habt ihr gar nichts gesehen. Tom und Ali. Ja, Alis können das. Die haben ja auch diese Gehstock. Diese Gehstock-Manufaktur. So gerade am See, ne? Ja, ne? Wenn du da hinten so guckst, ne? Ja. Ach du lieber Gott. Ich dachte, hier ist die Nacht der Malteser, wäre Ende. Ja, dachte ich auch. Seid gegrüßt. Gott zum Große. Ihr passt irgendwie hier so richtig schön drin.
das ist vielleicht nur so eine Ausflugsmöglichkeit, damit es nicht ganz so trocken ist. Ne? So, so richtig schöne Denke. Ne? Ja. Hier hast du eine Bühne. Hier hast du richtige Holzbänke und keine Klapptischbänke. Ja. Da hast du Bierzelt. Ich hab immer das Gefühl, mein Hut ist weg. Ja, das ist so, so leicht, ne? Ja, Archivbereich. Ja, hier ist auch Herr Lager. Hier ist das VIP-Bereich, den es zu ersteigern gab. Okay. Hier ist das Orga-Team. Aber dass die auch ein eigenes Herlager haben. Hier hast du Spendenbox. Spendenhalle. Was? Der Direktor, das steht jetzt hier. Ach da. Okay. Guck mal da, die Bauzis, die zwei. Passen schön auf, ja. Moin. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Da kannst du Kerzen ziehen, siehst du? Kinderkerzen färben. Auch schön, ja. Aber guck mal, das Indianerfeld, wie hoch das ist. Da hinten das. Oh ja. Bogenbahn. Da kannst du Bogen schießen. Aber den Hänger, den müssten wir dann extra fahren. Reise sind wir voll Assen nie, die habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Nein. Hier ist ja wieder ein Melkstuhl. Vielleicht kennen wir den daher. Ja. Seid gegrüßt. Signum Aranea. Hier wird schon fein gekocht. Boah, da hat uns einer erkannt. Dominus vobiscum. Dominus vobiscum. Was heißt erkannt? Erkannt. Die meisten ja, sagen schön. Hanforden oder so. Hanforden, weil der hat nicht richtig erkennen. Hanf. Ja, die haben alle keine Ahnung. Ja. Ich bin 20 Jahre Templer. Ja. Kitty. Wir, die Brüder, lagern vorne links. Also. Kommt vorbei. Wir können auf jeden Fall aus dem Zelt rauskommen, weil die haben durchgehend Zelt. Da hast du Bögen. Ui. Da hast du deine Langbogen. Und dann fängt man an, macht dann Markierungen drauf. Dann macht man aber handgemacht. Einzigartig dann. Das sieht auch sogar aus wie Bambus, ne? Der honigfarbene da. Ne, guck mal hier. Hier, das sieht aus wie Bambus, ne?
Ja. Oder? Mhm. Das ist zumindest. Ja, oder? Nee, das ist ohne Ast. Nee. Seid gegrüßt. Der ist drauf. Ah ja, steht drauf, ja, siehst du. Holunder. Holunder? Ist das so stabil? Ja, ist das zähste Zeug, was überhaupt nicht. Ja, da haben wir als Kinder immer Äste abgebrochen, meine ich doch. Das war doch. Und deswegen versuche ich jetzt so das Revue passieren zu lassen von damals. Und dann war doch immer innen drin so ein Mark. Ja. So ein Markknochen, der, so ein Markkern. Ja, das ist so ein weiches Zeug. Ja, und da versuche ich jetzt irgendwie das hier. Holunder, das ist für mich jetzt ganz fremd. Also dass das so. Ehrlich. Wir haben bei uns selber im Garten, das ist so ein Holunderbaum. Okay. Da wachsen auch die Jesusohren dran. Okay. Ja, das sind so Pilze, die heißen tatsächlich Jesusohren. Ja, ich kenne Judasohren. Judas, Entschuldigung. Judas. Ja, okay. Jesus. Ja. Ja, ich bin selbst so ein bisschen Pilz, ja, nicht Experte, nicht, aber ich hoffe mal, dass ich nach dem Essen noch einigermaßen wohl beisammen bin. Meine Frau, die ist da auch so ziemlich schockfrei, die geht da, ach, das sind Pangasius, glaube ich. Seid gegrüßt. Lazarus. Das endet sich hier an. Hier ist der, wo der andere Bogen herkommt. Pax vobiscum. Salomon. Ja, jetzt müssen wir wieder zurück. Genau. Ja. Glücklich sein braucht man kein Geld. Rompodompodom. Passt der jetzt so ein bisschen? Passt der jetzt so? Kriegst du mehr Lust. Ja, ne, so wie gemütlich die ja so sitzen, so noch, ja. So, ne, so ohne. So unbeschwert, ne? Ja. Wildschweinwurst. Kuchen. Pfannkuchen. Yay. Das ist aber auch ein bisschen anders gemischt, ne? Ja. Das ist hier ein bisschen schöner gemischt. Ja, weil du das Gefühl hast, die Lager sind hier mit Stimme. Ich glaube ich sogar auch. Jetzt kann halt eine ganz schöne Menge jetzt fertig zu machen. Aber ich finde es gut. Ja. Das ist wieder ein großer Käfig. Ja. Ich bin noch am Überlegen, ob ich mir ein Vollbart wachsen lassen. Nee. Ein Ziegenbärtchen, ja. Aber ein Vollbart, nee. Ist nicht. Das ist ja vollkommen okay. Auch das auf hier oben, den finde ich ja vollkommen okay. Ja, irgendwann wächst er vielleicht auch mal irgendwann. Ja, dann wird der zusammenwachsen, genau. Ja. Das finde ich vollkommen in Ordnung, aber der Rest, nee. Ist nicht. Ich bin auch noch am Überlegen, das wirklich hier noch ein bisschen breiter. Ja. Der Kaffee ist gerade nicht gut. Zur Not gibt es sie gleich nochmal zwei.
Genau, wo war das? War eine Mine, genau. Aber auf der Kugelseite, da sind Unfallstellen. Da wurde die Kugelseite. Aber ich spiele auch viel mit dem Bart. Ja, ja. Geilbein. Nadelmacher. Hier rum, ja? Ja. Ja. Weil da ist jetzt mal Luft. Drachenpisse. Sichtplätze, ja. Ja, der ist ja putzig. Ja. Ist wieder, ah ne, ist ein anderes jetzt. Anderes Karussell, aber auch schön. Guck mal, da sind so Tunika und Überwurf. Ja, Unterkleider. Ja. Aber du kannst auch in Unterkleider. Die restliche Auflösung haben sie auf dem Schlüssel. Bitte? Die restliche Auflösung haben sie auf dem Schlüssel. Ja. Wir wickeln dich mal fest. Also, ganz locker. Nee, Luzi war das. Ganz locker. Ich habe vorbeigelaufen. Luzi geht, wie kostet das? Schöne, ja.
Das Weiß war halt einfach so ein weißes. Ja, wenn wir etwas edler haben. Aber du. Sieht geil aus. Genau. Ja. Ne, siehst du da das Hemd, so hast du doch auch noch. Ja. Das kannst du so anziehen. Ja, das habe ich ja gehört, da drin. Nee. Achso. Du, was ich dir mal besorgt habe. Am Ende geht dann nicht so rechts erkennst, das könnte man das schön. Ja. Das Unterkleid. Das stimmt. Und vorne Aber auch etwas älter aus. Ja. Das wäre ja noch schöner. Ich gebe bei nicht den Ton an. Da sind auch Lederbänder. 2 Euro in bunten, in verschiedenen Farben, Wildleder. Da guck mal, Edelstahl. Goldfluss. Blaufluss. Da. Ach so. Wetterstein. Wetterstein, ja. Stein nass ist Regen. Stein trocken, kein Regen. Stein weiß, Schnee. Stein still, kein Wind. Stein schwingt, Wind. Stein weg, geklaut. Da auf Toilette. Und hol für mich eine Flat, weil es müsste ja eh. Für mich ja lohnt ja eine Flat. Ja. Oh, das sind aber schön lange, ne? 6 Euro, 2 Meter. Ja, guck mal, da kommst du ja Ewigkeiten mit hin, du. Oh, die sind aber lang. Für Hund, wa? Ja. Kannst du den Hund dran machen? Kleine. Da hätten die Lederschürzen, das wäre was für meine Küche. Okay. So. Apfelringe. Hexengesöff. Ja, das ist schade, ne? Also das ist immer. Ich habe heute Abend Blackfoot. Was hast du? Blackfoot? Blackfoot. Ja. Ja, kannst du haben. Seid begrüßt. Ich begrüße. Ja, richtig, da muss sein.
Das ist aber auch ein schön großes hier, ne? Ja. Ich sage mal, wenn die so durch die Seile abgetrennt sind, aber das ist ja ein großes, oder? Die sind nicht alle grün und da können die auch miteinander auskommen. Die Kronen sind ja. Die Diadem, ja. Die sind schön. Aber seid auch nur heute Abend. Ihr dürft auch gerne näher treten, von weitem sieht man diese kleinen Teile. Nee, das stimmt. Aber sie chillen. Oh ja, die lieber rein. Schon um 12? Hä? Zum 12? Nein, der Gong hat nichts mit der Uhr zu tun. Der Gong ist von einer Taverne, glaube ich. Ah, okay. Ich denke mal, der Gong zeigt an, dass jemand so großzügig war, ein Trinkgeld. Trinkgeld, ja. Glaube ich schön, ja. Das sind schöne Sachen. Die Diademe sind schön. Dürft ihr euch gerne von der Hand sehen? Na, ich guck von Weitem. Schattenwölfe haben wir aber auch schon mal gesehen. Ja, ja, das hatte ich auch irgendwo. Schattenwölfe, ne, oder? Ja, hier. Ja. Ich glaube, im Mörs. Kaffeewasser. Kaffeewasser ist schon an. Walburg, Baukau. Der liegt immer noch so hinten schön gemütlich da. Ja. Das ist wohl. Zu viel getrunken. Zu viel Met gebraucht beim Aufbauen. Ein Auto braucht so manchmal die Diesel. Mittwoch haben sie schon aufgebaut. Ja. So, Schuhe einarbeiten. Da sind sogar zwei Feuerlöscher. Zwei große Feuerlöscher. Ja, sicher ist sicher, ne? Stromausfall, bitte klingeln. Wir hören sie dann schon. Ja, Gott sei Dank kann ich schon. Ich kann das auch hören. Aber hast du vorhin die Ringe so gesehen? Ja. Ja, der hat mir gerade schon bewundert.
10 Euro. Okay, okay. Aber auch für die Sternzeit. Ja. Pyrit Katzengold. Ja. Und noch so kleine Ringe. Ah. Du hast bald die Jade, ne? Jade. Naja, ich mach die ja nicht für mich. Die Leute schneiden links. Ach hier. Da. Dann nähst du das, den Stoff oder die Wolle, Filz, Lein, was auch immer, zwischendrin. Ja. Die Löcher sind schon vorgestanzt. Und auf der anderen Seite genau dasselbe und dann kannst du es abhängen. So für Wollumhängen oder Filzumhänge oder Schafwolle. Ich weiß nicht, ob die Frau wieder da ist, die da verstanden hat oder nicht. Als ich neben mir stand, habe ich da, waren ganz viele. Guck mal hier, Kräuterschere. Kräuterscherchen, schön. Ja, das ist eingebaut. Da Vögelchen, oh, guck mal, Falknerin. Oh. Schön, wie sie guckt da unten drunter, ne, unterm Schirm. Aber die Farbe ist nicht da. Vielleicht ist er mit einem Raben unterwegs. Guck, der ganz kleine da, so süß, ne? Also ihr könnt euer Geld hier nicht so sinnvoll auf dem Markt ausgeben wie hier bei uns, ne? Statt einfach nur die so zu haben, kann man besser eine Eule auf dem Handschuh nehmen. Wann hast du das? War dieses Tier bei mir auf dem Markt. Irgendwann dachte ich auch, ja. Ja. Dann heißt es, kannst nicht bewegen. Du kannst dich bewegen, dann sehr schnell was zu essen. Das ist schon was voller hier, ne? Ja, wir haben jetzt schon eins. Oder aber wir haben noch T-Shirts. 4 T-Shirts haben wir noch. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Größe, aber es sind nur noch 4. In M und in L. Aber wie viele von denen weiß ich nicht. 4 T-Shirts. Und wir haben nur noch, und vor allem nicht von uns, weil wir hören uns ja auch. Ich hab's geschafft. Danke. Also, eine CD, 2 Euro. Die letzte. 8 Stück haben wir noch und dann ist Feierabend. Vielleicht haben wir dann noch 4 für morgen. Weil wir uns Das ist bald. Was
Leicht nach hinten gehen, sonst haben wir was in der Hose. Kadi. So, das wird sehen, nicht mehr so viel und ich höre auch nicht mehr so viel. Ihr könnt also lauter sprechen. Seid ihr so weit? Ja! Ja, ganz schöner, ganz schönes Tempo, ne? Na, das ist auch Marsch. Ja. Weil ich mich mit allen. Wenn der Schild großer kommt, Tiger-Schild nach oben, ne? Perfekter Schutz in dem Moment, ja. Ich muss aber aufpassen, dass er keinen Blitz reinschlägt, aber. Ist ja zum Glück aus Holz. Aber nicht die Spitze. Ja, die Spitze. Ja, Frau. So, ich muss einmal hinter den Kindern. So. Jetzt müsst ihr erst recht aufpassen mit eurem. Er hat kein Schild. Doch, auf dem Rücken. Ja, aber dann nützt ihm da nichts, wenn der Spieß von oben kommt. Aber wenn ich den Helm auf, was ich gerade will. Ja, die ist hier. Das ist das vor dir. Ja. Mhm. Habt ihr zwei Gerüchte abgelegt oder was da los? Wir haben das irgendwie. Jubel! 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 Ja. Klapper, klapper. Wir können die Lampen so besser halten. Dann brauchen wir den Arm nicht anstrengen. Ja, aber. Aber auf Dauer wird es schwer werden. Es geht. Solange ich mich länger trage als das Baby normalerweise, weil die hat auch immer so. Das ist so wie Bierkrugstämmen. Und die hat auf jeden Fall 8,5 Kilo. Ich habe jetzt mal eine Sache. Warum soll man sich das schwer machen? Ich habe immer die Schilder. Sag was dazu. Hammer. Hammer. Stich die Tubis ab! Ich glaube, sie hängen ab. Das ist schon erlebtes Tour. Ist schon ein erlebtes bei der Aufführung. Ja. Super.
Da oben bei dem Lager waren wir schon. Ja, wenn man es mit Kümmel da oben mal vorbeigehen? Ja, komm mal. Da geht ja auch dann vorbei. Ja. Ist ja auch ein Vorbeikommen. Das sieht halt geil aus, ne? Ja. Also abends hätte ich hier richtig Bock drauf. Ja, und für die, die hier sind, das geht ja morgen noch weiter. Und ich werde mal, ich glaube auch, dass die anderen Tag erst, Montag erst abbauen. Aber das Lager oder das Wikingerzelt, das sieht schon Hammer aus. Ja. Weil unser Lager Matsch. Da hinten steht ja so ein Zelt und blaues rotes. Aber das sind sie ja nicht. Die haben ja den. Wenn das Wetter so bleibt, kann ich das Gefärbte raushängen. Oder hier färben. Soll ich hier färben? Ah, da bräuchte man eine grüne Kiste und dann eine Lagerfeuer drunter. Wenn du das über Nacht hier aufhängst. Du, ich will jetzt ja nicht warten, bis wir lagern, ich mir was neu. Das ist echt schade. Oh, jetzt hast du doch noch die Pest. Wir sammeln gerade Klammern. Was hat Teddy? Du hast einen Bandwurm. Okay. Ja, bei mir ist es gar nicht so einfach, oder? Nee. Hab ich noch eine Weile? Da kommen die Leute einfach an dir vorbeigelaufen und machen dir so Wäscheklammern an den Körper. Ich hab mich gerade gewundert, wer er gesagt hat. Und da steht dann was Böses drauf. Das ist Nicky hat Läuse. Ich hab einen Bandwurm. Und die Pest hat Nicky auch noch. Und die Pest hat Nicky auch noch. Da hat zwei, siehst du?
Eine Pestkranke, du. Papa, ich geh mal nach deinem Enkel schauen, ob der noch da unten ja, supi. Das heil ich gleich, wa? Das staunste Bauklötze, wa? Sandra! Das geht dann weiter, da kannst du weiter zwacken. Ja. Muss man nur irgendwie... Nee, das sind so Erinnerungen. Ja, deswegen. Oh, den Namen finde ich so geil. Bierschuss 2. Ja. Nee, nichts ziehen, nur drücken. Von der am Profi. Ja. Ich hab's gelernt. Ah. Noch gelernt. Heutzutage nicht mehr. Ich hab's gelernt. Ich werde es immer noch können. Der Beweis ist. Nee, wir haben tatsächlich damals in der Ausbildung Feste gehabt. Aus Holz. Ja, aber das ist ja der mit dem Pömpel hinten. Genau. So, und den Pömpel, den machst du ja so, wie deine Beine sind. Richtig. Nee, der ging nicht zu verstellen. Nee, aber wenn du da baust, machst du gleich den Zossen. Ja, okay, das weiß ich nicht. Wir haben Pferd, da wo ich gelernt habe. In der Schule, ihr musstet alle mit denselben. Aber besser ist das, wenn du dann nämlich guckst, wie hoch brauche ich den. Ja. Und wenn du hinter deinen eigenen hast, machst du den so, dass du auch so wirklich... Er macht das. Nein. Siehst du, ich kann's noch. Ja, guck mal. Auch wenn ich lange raus bin, aber ich habe nicht mehr die Kraft für auf Dauer. Das ist ja eine Übungssache. Ja. Na, ich habe 2004 aufgehört. Ist das Fell runter? Ich ja nicht so viel dran, ne? Ich glaube, das ist doch mal klar. Der Nein, Martin ist ein Aktiver. Und demnächst sogar noch mehr Kollege, weil Martin will mein Partner werden. Oder mein Zertifikator. Nö, da ist es dir egal. Oh, das? Ja. Hä? Der Stiel. Ach so, ja. Ja. Da finde ich ja total interessant. Nein. Doch, ich hoffe, ich mein Name gewesen. Warte. Ich kann ja aber mitschneiden. Jetzt musst du überall dahin mischen, wo ich mit dir gehe. Oh, die Reeperbahn muss doppelt so lang sein wie die gewünschte Seillänge. Also wenn man 8 Meter Seil haben möchte, muss die Reeperbahn 16 Meter sein. Und dann ist es ja auch immer noch so, die Seile sind ja schon gedreht eigentlich. Jetzt drehen sie nochmal, um ein stärkeres Seil herzustellen. Das heißt, je stärker das Seil, desto häufiger musste das durchgeführt werden. Also für so einen riesigen Schiffstau musste man Kilometer an Seil zusammenlegen, um immer diese man Stärke des Schiffs haben, weil man das ganz genau nicht zweimal anfangen konnte. Richtig, genau das okay. Ist das Problem. Okay. Genau, das geht auch, das ist ganz schön. So, und jetzt? Ja, ne? Ja, genau, also Einzelteile, die verkauft werden hier nicht mehr. Aber wollen wir das auch noch?
Rolle wird zwar auch gedreht, aber ich weiß nicht genau, wie die gedreht wird. Ich glaube, da reicht ein einzelnes Spiel, also ein einzelner Haken. Hier ist schon mal die Streckbank, so wie sich das gehört. Also, aber da muss man ja immer ganz genau mit den Zeiten aufpassen. Also da gibt es ja immer ganz genaue Wissenschaftler. Also. Aber man sieht sich noch. Auf jeden Fall. Wir sind hier. Liste. Tut doch gut. Da kriegen wir mal, der Schaf hat auch einen Bandwurm und die Pest. Ja. Und ein rotes Kreuz. Ja. Aber wenn ich da. Guck mal, die Teppel kannst du auch als Unterlage nehmen. Aber das Zelt hat einen Reißverschluss. Aber da werden von uns auch schon Fotos gemacht, weil wir so geil sind. Die dritte? Bei dir? Was? Die dritte? Mir wird die langsam. Ja, keine Ahnung, wo. Steck die einfach mal in. Wie viele zwei hast du denn noch? Bandwurm und Pest. Gut, wer von euch war noch nicht in Irland? Das ist für irgendwas wichtig. Wer von euch macht nicht mit? Ah ja, den kenne ich ja. Ja. Ja, immerhin, ja, und er hört zu, kann man von mir nicht immer sagen. Also meine Frau sagt ja immer, ich hätte zwei große Fehler, ich höre nie richtig zu und noch irgendwas. Das nächste Stück kommt, wie gesagt, aus dem fernen Irland, aber das können wir nicht so einfach mit Dudelsäcken spielen. Nein, die Iren sind ein klein wenig irre und haben nicht nur wunderbar leckeres Bier und hervorragenden Whisky, nein, sie haben auch ein unglaubliches Repertoire an Instrumenten, unter anderem nicht nur irgendwelche komischen sechseckigen Quetschkommoden und Dudelsäcke, die schwerer zu spielen sind, als ein Sack voll Flöhe zu hüten ist. Nein, sie haben auch eine sogenannte Bouzouki. Kann man besonders gut aussprechen, wenn man so den einen oder anderen Pint im Kopf hat. Was spielst du denn da? Bouzouki. Perfekt, ein tolles Instrument. Nahezu alle irischen Instrumente lassen sich deutlich besser mit einem Schnips aussprechen. Aber dazu brauchen wir Unterstützung und die haben wir uns jetzt einfach mal geangelt. Heißt sie herzlich auf der Bühne willkommen, Runa Rabenstein. Lange Rede, gar keinen Sinn. Und bevor ich hier noch mehr rückkoppel, von uns für euch aus dem fernen Irland, der, denkt an euren Einsatz, O'Connor! Wie weit das geht?
Denkt an einen Schnapp, an ein leckeres Glas Guinness, einen wunderbaren leckeren Whisky. Jetzt funktioniert das. Maestro, Einsatz bitte! We'll be right back.
Das ist aber da mit Anhängerkupplung, ist da eine Deichsel. Ja. Eine Deichsel dran und das kannst du dir wegziehen dann. Aber schöne Sachen dabei. Automatisch in so einer Gemeinschaft drin. Also, das finde ich irgendwie. Also, auch wenn du hier rumfüllst, die ganzen Zeit. Das ist ein können wir noch mal was trinken? Ja? Probieren wir noch mal über eine Fährlage? Was sagt ihr? Ich bin immer mit dem zufrieden, was ihr sagt. Ja, du machst alles beide. Du bist doch Holzwerk oder ein Holzhauber. Ich meine schon nur für unser Fleisch. Aber das ist. Wie teuer kostet. Auf Lama. Ja, hier waren wir vorhin noch nicht drin. Nee, nur die Schuf. Seid gegrüßt. Ja, so weg. Ich bin noch mal so. Außer einem war das richtig voll. Bevor ich meine Füße noch besser werden. Ja. Da kann ich nur das Licht weggeben, so nachher. Der Kamera.
Wo kann man sich hinsetzen? Willst du hier nicht deine Gurke haben? Da wollte ich doch bestimmt meine Gurke hier haben. Ja. Ja, da vorne ist da. Da vorne ist eine Bank. Ja. Hä? Ach da, jo. Geht hin. Fragen wir, ob die Salzgurken haben. Ob man die vielleicht dann mal so. Fragen wir, ob man die vielleicht mal eventuell so 5-6 Mal einschneiden kann. Nur einschneiden, das reicht dann schon, ja? Geht das? Kannst du? Ja. Vergisst du dann nicht. Eine, zwei. Ja, wenn die Salzgurken haben. Weiß nicht. Also wenn sie Salzgurken haben, zwei. Ja, ja. Auch so von mir aus zwei. Saure Gurke. Aha, kann ich gar nicht beißen, doch. Ist aber sauer und hart. Wie? Geh mal zu Papa, der hat dich gerufen. Ja. Mmh. Oh, lecker. Geh mal zum Papa, der holt ein Eis. Leo. Salbei. Natürlich. Geister vertreiben. Nein. Zum Geister vertreiben. Geschenke für Mutter Natur. Ja. Damit sie uns weiter. Ich habe auch eigenen Salbei hinten am Hof. Ja.
Der ist schon toll. So ja. Auf was für ein Zeitalter stellt ihr nach? Um 1000 rum. Also um die 1000 Jahre. Okay. Aber schöne Zelte habt ihr hier. Danke. Ja, wir wollen selber anfangen zu lagern. Okay. So Hochmittelalter, kurz vom Spätmittelalter. Und ja, das ist erstmal eine Sucherei, eine Lagergruppe zu finden. Ja, oder erstmal mit einer eigenen Gruppe, erstmal so ein kleines Zelt anschauen. Ja, die ganzen Bewerbungen zu schreiben für die ganzen einzelnen, wo man mitmachen könnte, das ist. Ja, aber wenn man erst einmal auf so einem Markt gelagert hat, dann geht das, ist das ein Selbstläufer. Okay. Ja, okay, ja. Das ist Tierpark mit Mittelalterfest. Die Kissen finde ich ja niedlich. Ja. Achso, da, na, die Kissen finde ich schön. Da kommen die Lampen da. Oh, ein Tropfen auf dem Fuß. Hippie. Ja, aber auch die Taschen sind schön. Ja, aber die Nadel finde ich auch interessant. Da mit dem spitzen Zahn da, ne? Die ist schön. Aber da sind die Taschen so gebunden, wie wir jetzt gekauft haben. Da hast du grobe Nadeln. Ja. Ja, aber kommt man mit den Nadeln durch? Ich weiß nicht. Da hast du auf jeden Fall zu groß irgendwo gesehen oder mir einen Bericht angeschaut. Ein YouTube-Film. Das ist so ein
ganz einfachen Zelte da. Ja, das ist ja ein wirklicher Lager. Ja. Das ist so gemeine Sachen gemacht. Auf der anderen Seite, es gab mal von Galileo, glaube ich, die haben das gebracht, so Vergleiche, Oh ja, oh Mann. Oh, wer mich kennt, werden auch extra für euch Fehler eingebaut. Oh ja. Ich finde das hier wieder schön. So für einen langen Tisch bei uns. Hier ein Hochstuhl. Schön Hochstuhl. Sehr massiv. Kriegen selbst die Kinder nicht kaputt. So, und das war es heute vom Mittelalter Gaudium in Waltrop. Und schön, dass ihr dabei gewesen seid. Schön, dass ihr auch die Zeit genommen habt, uns zuzuschauen, ja, den Film zu genießen. Ja, also von mir eine Bewertung lohnt sich. Für den, der aus der Umgebung kommt, fahrt ihr hier hin nächstes Jahr. Ja, Eintritt so günstig haben wir noch nie einen Eintritt gehabt. Eintritt so günstig, dass es schon kostenlos ist. Kostenlosen Eintritt. Ja, eine kleine Spende, wenn ihr habt, wie auch immer, was ihr habt. Da war so eine alte Schatztruhe, haben sie aufgestellt mit einem Schlitz drin, da konnte man reinschmeißen, was man wollte. Ja, und jeder, der kann. Es war schön, es war wunderschön. Musik war da, Tanz war da, schöne Fressbuden waren da. Ja, also wir waren zufrieden. Und das ist die Hauptsache. So, bis später. See you later.